Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Mittwoch, dem 20. März 2024. Ja, Showtime am heutigen Abend. Das Highlight wird auf jeden Fall uns noch bevorstehen, nämlich die Leitzinsentscheidung der amerikanischen Notenbank und eben vor allen Dingen der Blick Richtung ja, den Zins, der Zinsprognosen im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster. Diese letztendliche Zahl oder diese Zahlen werden sehr, sehr relevant sein und heute Abend eben entscheiden müssen, wohin die Reise geht. Wir sehen zwar im Vorfeld, der DAX stabil um 18.000 Punkte, ja, aber wir sehen auch, dass das Ping-Pong-Spiel wie auch eben vermerkt zwischen Unterstützung und Widerstand anhält und vermutlich eben der Impuls der US-Notenbank nun darüber entscheiden wird, wo es zumindest kurzfristig hingeht. Aber ich bleibe auch dabei, dass das kein so großartig nachhaltiger Impuls und über mehrere Tage sein dürfte, der die Märkte hier nach oben schiebt, sondern dass, wenn wir einen positiven Impuls bekommen sollten, dieser wieder auch entsprechend verpufft über die nächsten Tage hinweg. Verpuffen tut auch so langsam ein wenig, ja, der zuletzt bullische Ausbruch bei Adidas, da fehlt nicht mehr so viel und dann könnte es tatsächlich auch ein bisschen kritischer werden und auch seitens der Charttechnik. Ohnehin sehen wir, dass die Dynamik jetzt rausgeht mit dem letzten Ausbruch und mit einem möglichen Trendbruch, sowohl auch noch einem potenziellen Unterschreiten der letzten horizontalen Ausbruchsunterstützung, könnte sich hier eben etwas auftun, was die Märkte entsprechend schnell unter Druck bringen kann, beziehungsweise in dem Fall natürlich nicht die Märkte, sondern die Aktie von Adidas und dann auch ja schnell in den Bereich 192 Euro zunächst einmal führen könnte. Tendenziell ist noch mehr möglich, aber das ist auf jeden Fall hier, sollte diese wichtige doppelte Unterstützung aufgegeben werden, ein mögliches bärisches Szenario, was hier einige Euros nach unten an Druck zum Vorschein bringen könnten. In diesem Sinne, warten wir ab, was die FED beschert, greife ich natürlich dann in meiner nächsten Ausgabe wieder auf und dann werden wir auch sehen, was die Märkte daraus gemacht haben. Also mit großer Spannung heute Abend, Blick auf 19 Uhr, alles rund um die amerikanische Geldmarktpolitik.